Ich heiße Christian Jonsson und mir gehört das Werft hier in Egensund. Ich bin der Bootsbauer der Dagmaron. Arvid kenne ich 25 Jahre. Das ist 25 Jahre her, dass ich damals in Wiebersberg war. Das Schiff, das kenne ich ja, das Nils Back gehört hat. Und dann ist das Schiff ja immer nach Sonneburg gekommen, auf der Werft, wo ich da gearbeitet habe. Und daher kenne ich ja die Dagmaron. Und hat Nils mir einmal angerufen und erzählt, dass er Dagmar verkauft hat an Arvid Fuchs und mich daran Interesse hat, das Schiff umzubauen, weil es solle in der Eisfahrt. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Arvid hat ja so Risse mitgehabt, wie die meinte, wie das Schiff damals verstärkt werden sollte. Und da haben wir so zusammengeredet und was ich gemeint habe damals, was wir machen sollten, so mit Sotten verstärken und Knie reingebaut und alles. Und so haben wir es ja dann gemacht. Dagmar ist ein stabiles Schiff. Der ist ja mit Doppelspannen gebaut und eiche Bekleidung. Ja, der soll ja Eisschutz haben. Und da habe ich mit David davon geredet, was wir auf die Fiskor in Dänemark ansetzen als Eisschutz. Und da haben wir Aluplatten angesetzt. Und damit meinte David, das kann auch auf die Dagmar gehen. Und dann ist ja ein neuer Nilses. Maschine ist ja an Land gekommen, das war der alte Tuxhammer. Da hat Arvid ja einen Carlsen-Diesel gekauft. Haben wir auch eingebaut damals. Und neue Decksplan hat er gekriegt. Und wir haben viel gemacht. Masten und Innenausbau. Neue Steven hat er gekriegt. Ja, auch wenn Dagmar hier kommt, dann wollen die Jungs hier, die wollen gerne an Dagmar arbeiten. Das ist sicher. Wenn jeder von einem Turn zurückkommt, dann ist es ja immer spannend. Und sehen, was ist diesmal kaputt gegangen. Verrückt ist er ja nicht. Er macht ja seine Expeditionen und er weiß ja, was er macht. Darum finde ich, dass er ja nicht verrückt ist. Er ist ja Abenteurer. So ist das ja. Weil wenn man mit Arvid so redet, dann kann man hören, er meint es ja ernst. Und darum habe ich auch gedacht, dass es richtig ist. Und wenn das Geld da ist, können wir alles machen. Und die Dagmar, die kann es ja aushalten. Das kann man ja sehen.